Hey Leute, heute geht es um eines der begehrtesten Materialien der Welt. Es geht um Gold. Viel Spaß! Nummer 8. Aus einer Tonne Handys erhält man mehr Gold als aus einer Tonne Golderz. Krass, also ab jetzt schön alle alten Handys sammeln. Oder naja, vielleicht lohnt sich das auch nicht wirklich. Wie auch immer, weiter zur 7. Wenn man die gesamten bekannten Goldvorräte aus den Ozeanen bergen würde, gäbe es so viel Gold, dass jeder Mensch knapp 4 Kilo davon haben könnte. Naja, lassen wir das vielleicht lieber. Die Weltmeere sind ja schon belastet genug. Kommen wir zur Nummer 6. Seemänner trugen oft goldene Ohrringe und Schmuck. Der Grund dafür war meist allerdings nicht Mode bzw. Aussehen, sondern wesentlich pragmatischer. Das Gold sollte, falls sie einmal kentern und tot an einen Strand gespült werden sollten, für eine ordentliche christliche Beerdigung verwendet werden. Na, ob das so gut geklappt hat, ich bezweifle es. Was soll's, weiter mit der 5. Die olympische Goldmedaille ist tatsächlich nur zu 1% aus Gold. Schon irgendwie ein bisschen geizig, finde ich. Aber naja, es zählt wohl am meisten der symbolische Wert, was? Nummer 4. In Dubai gibt es ohne Scheiß Automaten, die statt Geld den Wert in Goldbarren ausgeben. Oh Mann, wo die einen nichts haben, haben ein paar Meter weiter die anderen Goldautomaten. Weiter mit der 3. In den Blättern von Eukalyptusbäumen wurden Spuren von Gold gefunden. Tja, Koalas wissen eben, was gut ist. Nummer 2. 3 olympische Schwimmbecken würden ausreichen, um die gesamte jemals in der Geschichte der Menschheit abgebaute Menge an Gold zu fassen. Von einem Kopfsprung in so ein imaginäres Dagobert Duck Bad ist allerdings abzuraten. Überraschung, Gold ist dichter als Wasser. Und damit sind wir auch schon bei Nummer 1. 11% des weltweiten verbreiteten Goldvorkommens befindet sich im Besitz indischer Hausfrauen. Das ist mehr als die USA, die Schweiz, Deutschland und der Internationale Währungsfonds zusammen besitzen. Tja, diese Inder stehen eben auf ihr Gold. Dazu passend noch ein ganz kleiner Fakt zum Schluss. Die Angst vor Gold nennt man Aurophobie. Auro ist natürlich Latein und bedeutet Gold. Ja, Freunde, wir hoffen, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ja, lasst uns eine positive Bewertung da, schreibt uns und teilt dieses Video mit euren Omas, Opas, Freunden, Tanten oder Bekannten mit Goldfetisch. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.